Jahrzehntelang hat der Konflikt um ein mögliches Atommüllendlager in Gorleben die deutsche Politik begleitet. Nun wird das Kapitel geschlossen. Das Bergwerk im Nordosten Niedersachsens werde endgültig stillgelegt und wieder mit der Salzhalde verfüllt, teilte das Bundesumweltministerium mit. Es folgt damit der Entscheidung einer Bundesgesellschaft zur Endlagersuche aus dem vergangenen Jahr. Das war's. Das Bergwerk in Gorleben wird dicht gemacht. Nach mehr als 40 Jahren ist dies der endgültige Schlussstrich unter einen der größten gesellschaftlichen Konflikte der Bundesrepublik. Damit ist der Startschuss gegeben für die endgültige Schließung und die Verfüllung des Bergwerks Gorleben. Das Kapitel Endlager Gorleben wird damit geschlossen. Begonnen hatte alles mit einem Zeigefinger auf einer Deutschlandkarte. 1977 legte Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht fest, dass ein kleines Dorf im damaligen Zonenrandgebiet Standort für ein Atomendlager werden sollte. Sofort regte sich Widerstand. Der mündete 1979 in einer der größten Anti-Atomkraft-Demos der deutschen Geschichte. Trotzdem wurde weiter gebohrt und gebaut. Und ab 1995 rollten regelmäßig Behälter mit radioaktivem Atommüll in Richtung Wendland, begleitet von Protesten. Im vergangenen Jahr war Gorleben wegen mangelnder geologischer Eignung als potenzieller Standort gestrichen worden. Trotzdem, viele Anwohner blieben skeptisch, bis heute. Bisher war es für uns ehrlich gesagt eine Hängepartie. Wir wissen ja gar nicht, den Ausgang der Endlagersuche vorauszusagen. Und das war hier immer doch die Rückfalloption. Wenn aber zurückgebaut wird, dann geht die Tür zu. Einzig das oberirdische Zwischenlager für abgebrannte Brennstäbe soll nun noch bleiben. Für die Bürgerinitiative eine Zeitbombe und eine große Herausforderung. Ich spreche nun mit Wolfgang Emke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Emke, Sie selbst engagieren sich seit 1977 gegen Atommüll im Wendland, haben gegen etliche Castortransporte protestiert. Knallen bei Ihnen in der Bürgerinitiative heute Abend die Sektkorken? Ach, wir sind ja immer so verhalten, ein bisschen sehr norddeutsch. Und das muss auch ein bisschen sacken. Wir hatten natürlich auf diesen Tag hingefiebert, weil seit einem Jahr klar war, Gorleben wurde aussortiert aus geologischen Gründen. Aber das Entscheidende, die bergrechtlichen Voraussetzungen für den Rückbau und auch das Geld für den Rückbau, das war offen. Und seit heute ist das endlich geregelt. Wenn Sie sich mal kurz erlauben, emotional zu werden und auf Ihren jahrzehntelangen Kampf im Wendland zurückzublicken, wie geht es Ihnen tief drin? Tief drin. Eine ganz große Erleichterung. Es fällt wirklich etwas irgendwie so ab von einem. Eine ganz große Last, auch eine große Verantwortungslast, ein Verantwortungsdruck, den wir hatten. Denn uns ging es ja tatsächlich um die Suche nach einem bestmöglichen Endlager. Und wir wussten, Gorleben kann es nicht sein. Und das ist jetzt endlich geregelt. Sie sagen es, jetzt, wo das Atommüllendlager Gorleben endgültig vom Tisch ist, haben Sie Ihr Ziel da nicht erreicht? Also können Sie die Bürgerinitiative auflösen? Aus zwei Gründen nicht. Einmal ist das Wendland weiter im Suchverfahren. Es sind vier Tongebiete, die das Wendland berühren. Das heißt, wir sind also richtig involviert, auch weiter in die Endlagersuche. Und wir sind Atommüllstandort mit den Zwischenlagern, vor allem mit dem Lager für die hochradioaktiven Abfälle. Gerade in dem Einspieler haben Sie ja gesehen, dort wurden die Castor-Behälter hingebracht. 113 dieser Behälter sind dort und die Lagerung ist begrenzt bis auf das Jahr 2034. Aber ein Endlager wird es dann auch noch nicht geben. Also da sprechen wir von einer tickenden Zeitbombe. Deshalb können wir uns nicht zurücklehnen. Wohin mit dem ganzen Atommüll, wenn Sie einen Wunschzettel schreiben könnten, an die Zukunft sozusagen, was würde da draufstehen? Da würde draufstehen, dass ein vergleichendes Suchverfahren, wissenschaftsbasiert, bitte ohne parteipolitische Einflussnahme, ohne Länderinteressen vorankommen müsste. Das befürchten wir einfach. Dieses kategorische Nein aus Süddeutschland, da in Bayern gäbe es keinen Platz für den Atommüll. Oder auch Stimmen aus den neuen Bundesländern. Was haben wir mit dem Westmüll zu tun? Das beunruhigt uns. Und vor allem muss es Mitspracherechte geben für die Bevölkerung. Denn das müsste man ja eigentlich aus so einem Großkonflikt gelernt haben. Gegen die Menschen wird man ein solches Suchverfahren nicht durchsetzen können.
Das klingt ganz danach, wenn man Leuten offen die Frage stellt, möchtet ihr Atommüll in eurer näheren Umgebung haben? Wer schreit denn da, ja, hurra, kein Problem? Also was muss gegeben sein, dass die Leute sich überzeugen lassen, das ist eine vernünftige Lösung, hier kann der Atommüll hin? Was muss geologisch gegeben sein? Es muss gegeben sein, dass tatsächlich dieser Müll über Jahrtausende, man spricht ja von bis zu 1 Million Jahre Sicherheit, also ein bisschen Hybris spielt da ja mit rein, sicher von der Biosphäre abgeschirmt wird. Und diesen Nachweis, den muss die Bundesgesellschaft für Endlagerung erbringen. Aber wir haben ja die Möglichkeit, auch zu schauen auf das Verfahren. Und da vermissen wir wirkliche Mitspracherechte. Also das hätte man aus Gorleben wirklich mitnehmen müssen, dass die Betroffenen auch mitgestalten können. Ja, es ist festzustellen, Sie gehen weiter auf dem Weg. Sie haben jetzt sozusagen nicht die Rente angesetzt. Andere Länder in Europa und auch weltweit setzen angesichts des Klimawandels im Gegensatz zu Deutschland verstärkt auf die Atomenergie. Was halten Sie von diesem Ansatz? Ja, ich glaube, das ist erstmal so ein Slogan verstärkt. Das müssten Sie nachweisen. Das gibt es tatsächlich in den Medien, aber nicht faktisch. Und wir sind sehr sicher, dass man in Deutschland von dem Atomausstieg nicht abrückt, weil das war ja eigentlich eine Verhandlungsbasis dafür, dass Umweltinitiativen, auch Bürgerinitiativen sich mit einbringen, konstruktiv und kritisch in diesen Suchprozess. Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, die sich seit Jahrzehnten gegen Gorleben als Atommüllendlager eingesetzt hat. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlich gern. Tschüss.